Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pac-Man Blaze Black im Zeichen der Nassau Change mit unserer süßen Fran. Alles in Pink, eine rosarote Welt. Ja, Frederik ist Level 8 und Babe, ich muss Frederik übrigens irgendwann mal Frederike nennen, da sie ja doch ein Mädchen ist, habe ich nicht dran gedacht, hat eine Brave-Natur, haben wir uns gar nicht angeguckt. Das ist geil. Warum? Weil das ein Angriffs-Plus-Wesen ist. Speed-Minus-Wesen, soweit ich das sehe. Macht nix, aber Angriff-Plus ist richtig geil. Und Frederike wird definitiv ein gutes Teammitglied werden, womit ich nicht gerechnet hätte. Jetzt und, ach ja, genau, was ich auch noch sagen wollte. Ich habe mein PC an den... ans Ladekabel rangepackt und was fällt mir dann auf? Auf einmal habe ich Speed drin, wie man sehen kann. Wink, wink, wink. Woran liegt das? Mein PC braucht, wenn er weniger Akku hat, mehr Leistung. Naja, und dann passiert halt sowas. Lillipup! Ja, das haben wir vorhin auch gesehen und ja. Ich bin froh, dass ich es nicht gekriegt habe. Oh, was geht jetzt? How about it, friend? Do you want to compare which one of us has the most Pokémon with it? Ja, komm. Yes. Yes. Ja, mein Friend. Oh, was jetzt? Hä? Hey, Skype meldet sich. Hey, alle in Skype sind da und ja. Sie labert und schön. Voll uninteressant und so. Gucken wir mal, wir sind in Akumula City. Ich werde auf jeden Fall mit jedem sprechen müssen irgendwie, weil hier gibt es sicherlich auch irgendwelche Items geschenkt und so. Das ist ja immer so. In irgendwelchen Spielen gibt es immer was geschenkt. Vor allem in Pac-Man kriegt man viele Items. Und diese Items kann ich dann benutzen, um bessere Pac-Man zu kriegen. Und ich rede gerade ganz schön Stuss. So, und da wir so viel Speed haben, ist das gut, weil dann geht das hier alles wesentlich schneller mit den Anquatschen. Ich werde das nicht alles übersetzen, da habe ich keine Lust zu. Meine Englisch-Skills sind ja berühmt-berüchtigt bei meinen Zuschauern und Abonnenten. Ein bestimmter jemand regt sich da ständig, regt sich nicht auf, sondern lacht mich ständig aus für meine Englisch-Skills. Von daher lasse ich es lieber bleiben. So, steig mal wieder auf dein Rad. Hui! Da ist die Professorin. Da ist der. Ich möchte erstmal ein bisschen rumgucken, ob ich noch irgendwas finden kann. Da unten sind Items, wie man sehen kann. Zwei Stück. Die will ich haben. Ich will sie haben. Items. Items. Oh. Was? Shield könnte... Achso, die macht gerade Musik. My heart, as long as my heart beats, I will keep all drumming und... Wie jetzt? Die spielen jetzt hier oder was? Und du singst? Nö. Okay. Interessiert mich nicht. Also bis jetzt bin ich echt positiv überrascht von diesem Spiel. Von den Farben her ist das nicht so extrem grell wie andere Games. Ich finde das schön schlicht gehalten. Das gefällt mir. Route 2, ja, schön. Ich will ein neues Pokémon fangen in diesem Part. Vielleicht, wenn es geht. Vor allem muss ich mir Pokébälle und ein paar Tränke kaufen, weil ich nichts habe. Und ohne Potion und so will ich in keinen Kampf mehr reinrennen. Ohne Potion vor allem. Hier ist kein Laden. Wo ist der Pokémon-Supermarkt? Ist der hier vielleicht mit drin? Das wird... Ah, witzig. Hahaha, der hätte mich ja dumm und dusselig suchen können. Also wer ist denn auf die Schnapsidee gekommen, einen Pokémon-Supermarkt in einem Pokémon-Center zu machen? Was willst du? Geh weg. Was willst du? Hau ab. Nein, ich will nicht mit dir... Oh, ja, ist ja gut. Ich lasse meine Pokémon heilen. Hallo, Schwester Joy. Heil doch mal bitte meine Pokémon. Ich hab sie vorhin erst geheilt, aber ja... Oh mein Gott. Ein Tutorial, hey, ein PC. Siehst du diesen PC? Damit kann man viel machen. Ja, was denn zum Beispiel? Man kann da Pokémon abladen oder Items. Ich glaube zumindest... Das will ich gleich mal gucken, ob man hier wieder an eigenen PC ran kann, um sich Items zu holen oder abzulegen. Oder ob das wie in den anderen Games wie Bloody Platin ist, dass man keine Items mehr auf dem PC haben kann. Außer Pokémon halten sie. Ja. So, Friends PC. Nee, geht nicht. Schade, nur eine Mailbox. Toll. Ja, leck mich. Aber das ist so, so ein Quatsch. Echt, warum haben die das weggemacht? Weggemacht? Ich meine, das, die Itemtasche soll ja ausreichen dafür, ne? Das will ich ja nichts sagen. Warum die Tränke? Ich möchte aber auch Pokébälle. So 10 Stück. Jo, gib her. So, dann können wir uns hier noch... Ja, und ich krieg einen Premierball dazu. Das wollte ich auch. Danke.
Und 5 Tränke, das müsste erstmal reichen. Wir können keine Gegengift... Scheiße, bestimmt kann man bei dem anderen Makara Gegengift kaufen. Hallo! Ach, nur E-Mails. Ach, scheiß auf E-Mails. Geh weg. Geh sterben. Geh kacken. Sounds like something. Aha. Irgendwas mit Musik? Die Musik geht hier voll ab. Wer ist das denn? Aha. Team Plasma. Oh, da scheinen die neuen Bösen zu sein, anscheinend. Aha. Aha. Interessiert mich nicht. Ich trinke mal einen Schluck. So, haben wir es jetzt? Labarababa vorbei. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Mach doch mal vom Acker hier. Hier, der hat sogar Securities. Alter Schwede. Bodyguards meine ich natürlich, nicht Securities. Ja, laber nicht. Da ist einer stehen geblieben. Hier, Pokémon, just now it was saying. Was? Slow down, you talking too fast and what's with this, about Pokémon talking. That's not... Hallo. Charon? Warte mal, wie heißt du? Heißt du Charon? Nein, der heißt doch nicht Charon, oder? Well, friend, is it? Let me hear your Pokémon's voice. Oh nein. Pokémon Trainer N. Ninkada! Level 6. Da war mein Training ja wirklich bombastisch. Machen wir erstmal einen Biss drauf. Batsch! Es used harden. Es hat einen harten. Ich könnte natürlich jetzt zu unserem kleinen Schweinchen Babe wechseln, aber ich glaube, Frederike schafft das hier schon. Ey, schon wieder geflincht. Und tschüss. Bam. Mankey? Oh, da müssen wir auf jeden Fall wechseln, weil wir ein normales Pokémon sind. Das Vieh gibt uns einen Fußkick oder so und wir sind down. Level 6, okay. Ember! Los, burn es. Burn in sein Gesicht. Oh, sauber. Der Damage ist echt gut. Mein Team gefällt mir. Wir sind nur 3 Level drüber. Na, 2 Level mit dem einen und 3 mit diesem hier. Aber das geht wohl. Was kommt jetzt? Poloin? Was ist das denn? Na egal, Frederike wird das schon regeln. Switche mir mal ein bisschen hin und her. Was bist du denn für eine Süße? Friss mein Biss. Friss mein Biss. Ho, ho, not very effective. Nicht effektiv? Was ist denn das für... Oh, shit. Quick Attack! Ach nee, das hat nur eine Stärke von 40, ne? Das war gar nicht mal so schlecht. Mit unseren Stepp können wir doch ein bisschen mehr daraus holen, rausholen. Richtig gut. Tja, das war schon der Kampf. Trainer N wurde besiegt. So, der macht sich vom Acker. Und du? Willst du auch nochmal kämpfen? Komm her, ich hau die auf die Fresse. Ah, nee. Aim to battle Gymleader after Gymleader. Das Beste, ne? Du willst Arena-Leiter besiegen. Ja, das mache ich auch. Aber erstmal will ich meine Pokémon heilen. Ja, das ist doch nett gewesen, dieser Kampf. Ich habe gedacht, es wird schwieriger. Overlevel bin ich auf jeden Fall nicht. Kann man nicht sagen. Und wir lassen das Level einfach so. Vor allem können wir jetzt auf eine neue Route und uns was Neues fangen. So, ab aufs Fahrrad. Whee! Das geht aber ganz schön ab hier von der Geschwindigkeit her. Hi, was geht ab? Wer bist du denn? Wollt ihr mir nicht irgendwas schenken? Sonst sind die doch immer so spendabel im Pokémon-Spielen. Ich will Items. Oh, was ist jetzt schon wieder? Hä? Achso, die Mutti. Was will denn die Mutti? Ach, die Mutter ist sogar hinter mir. Was will die denn? Running Shoes, auch zum Glück. Das Fahrrad ist mir echt ein bisschen zu schnell. Das ist ja echt so ein Let's Run Pokémon Black, Blaze Black. Und das will ich nicht. Das geht mir alles zu schnell. Steig ab von deinem Fahrrad. Hui. Ah, oh, das ist schon schöner. Hier könnte ich stärker einsetzen, oder? Jo. Wer bist du? Battles between Pokémon Trainers. Sind wir jetzt auf Route 2 oder was hier los? Moment, ich will nochmal gucken. Ich habe einfach in die Karte gucken können. So, Route 2. Hier können wir einen Pokémon fangen und es wird ein... In Gottes Namen, warum ein Wumpel? Oh mein Gott. Von allen Pokémon, die ich kriegen kann, kriege ich einen Wumpel. Käferbiss? Oh, das ist aber nicht schlecht. Das ist schon Käferbiss beherrscht, finde ich gut. Das will ich haben. Komm in meinen Pokéball! Los! Nein, es ist wieder rausgekommen, du... Scheiße. Vor allem du Scheiße. Los, komm, bleib in meinem Pokéball! Wumpel! Werde bitte zu Oh mein Gott, was willst du denn? Werde bitte zu einem Schaloko.
damit ich dich zu einem Papinella machen kann, weil Papinella ist geil und Pudox ist gay. Ha, wir haben Wompel gefangen. Wompel männlich. Käfer, ein männlicher Käfer. Was fällt mir da denn für einen Spitzname ein? Eine Raupe. Sid. Ich nenne die... Nein, Sid ist... Doch. Obwohl, Sid wäre eher ein Faultier. Aber ich nenne ihn einfach mal Sid. Sid ist geil. Soll ich dich gleich trainieren? Wollen wir uns mal Wompel angucken? Ja, komm, Sid. Zeig mal, was du drauf hast. Lonely-Wesen. Was heißt das? Attacke hoch, Defense runter. Mit, Poison String, Bugbite, okay. Nette Mischung. Und definitiv, definitiv, definitiv. Gehen wir mal schnell Pokémon heilen. Dann gehen wir auf die Route und dann geht's los. Trainer herausfordern, unsere Pokémon weiter trainieren, um dann vielleicht sogar in diesem Part noch ein Papinella oder ein Pudox zu erhalten. Ist mir eigentlich relativ egal. Was macht der denn da? Im Fernsehen ist gerade ein Mann mit einer Angel. Er angelt sich gerade ein Pokémon. Nein, er angelt sich gerade einen fetten Fisch. Sieht aus wie ein riesiger Karpfen. Aber das ist gerade so ein bisschen uninteressant, glaube ich, für euch. Frederike... Nein, Frederike muss eigentlich... Was? Warum leuchtet mein Handy jetzt? Oh, wie ich sowas nicht leiden kann, ne? Ach, kleinen Moment, Leute. So, da bin ich auch schon wieder. Das war eine E-Mail von pizza.de. Voll interessant für euch wahrscheinlich. Schenkt ihr mir vielleicht was? Ich will ja mit jedem reden. Ja, aber ich übersetze das nicht. Das ist mir egal. Scheiße ist nur, wenn ich jetzt wirklich mal alles wegklicke, dann weiß ich ja nicht mehr, wie es weitergeht. Da bin ich echt auf euch angewiesen, Leute. Wenn ihr wisst, wo man denn hin muss. Aber bitte spoilert nicht zu weit. Ihr könnt gerne bis zur nächsten Stadt spoilern, worauf ich da achten muss. Vielleicht bin ich da ja schon dran vorbei oder sowas. Weiß man ja nicht genau. Oder ihr wisst das nicht genau. Oh, ein Huthut. Dein fucking... Oh shit, Level 7. Das ist mir zu gefährlich. Frederike, come on. Ein Tackle? Krass, frisst mein Tackle. 50 Angriff, glaube ich, in diesem Spiel. Und dann noch mit Step drauf. Macht einiges an Damage und tötet. Ist gleich tot. Und Level 9 für unsere Frederike. So, Wompel. Da wechseln wir aus und gehen zurück zu Wompel. Wompel gegen Wompel. Der Fight for the Life. For the Life vor allem. Tackle in sein Gesicht. Batsch. Sauber. Poison Sting. Das bringt nicht viel. Das war doof. Friss mein Tackle. Warum machst du nicht einfach... Warum machst du Bugbite? Bist du ein doofes Pokémon? Ich habe irgendwie das Gefühl, du bist ein bisschen selten dämlich. Patrat. Ach, das wie. Sehr schön. Wir sind ja ein Käfer. Das heißt, wir kriegen auf Bugbite sogar noch Step. Und das müsste schön... Boah. Also unser Sid... Oh mein Gott. Oh. Oh mein Herz. Ich wollte gerade sagen, Sid gefällt mir echt gut. Und dann ist er kurz vorm Sterben. 16 Attack. Sauber. Und entwickelt sich. Ta-ta-ta-ting. Bitte zu einem Schaloko, bitte zu einem Schaloko, bitte zu einem Schaloko, 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 Schaloko. Komm schon. Oh, ernsthaft? Panikon? Oh, dann kriegen Pudox. Voll gay. Pudox ist gay. Mann. Alter, wir sind schon wieder bei 14 Minuten knapp. Ich bin gerade so im Pokémon drin, ey. Voll im Pokémon drin, hallo. Nehmen wir mal einen Potion, haben wir genug vorhin. Wir wollen ja nicht horten. Voll die Verschwendung. Warum kann ich direkt noch einen benutzen? Was ist das denn? Hey you, I'm gonna do something amazing. Wanna watch? Yes. Wait a second. Dein Ernst? Ach, du bist ein Pisser. Ich zeig dir mal irgendwas super Großes und Tolles und keine Ahnung. Und dann zeigt er mir einfach, wie er da runterspringt. Das kann ich auch. Alter. Zigzagoon. Okay. Die Kämpfe wird unser Sid wohl erledigen, denke ich noch. Weil dann wird er Level 10 erreichen. Und wir haben dann die zweite Entwicklung schon in diesem Part. Super. Angriff fell. 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 Meine Defense ist hoch. Du Kacklappen. So einfach kriegst du mich down. Friss meinen Tackle in dein Gesicht. Oh, fick dich doch. Mann! Immer dieses... Hä? Da sind zwei Sachen gesunken gerade. Angriff und... Pidgey. Da soll man mal eben auswitchen zu... Babe. Hey, Babe. Come on. Zeig mal, was du drauf hast, Babe. Hey, Babe. Ich hätte vielleicht eben drin lassen... wir haben gleich schon den Level Up auf Level 10. Batsch.
Feuer! Warum habe ich mich immer vor dieser Generation so verschränkt? Ich meine, so als Challenge ist das richtig geil. Attacke ist bei 19. Ja, da muss ich darauf achten, was am höchsten ist. Mauzi? Mauzi muss gegen Sid antreten. Unser Panekon, was zu einem Pudox wird. Ja. Meft. Wabtet Meft. Bugbite. Bugbite ist geil. Ich liebe es. Ich finde das geil, dass sie von Generation zu Generation mehr die Käferattacken geboostet haben. Zumindest ein bisschen zumindest so. In der zweiten Gen gab es ja dann endlich auch Vierländer. Und das war eine Käferattacke, die war schon... Ich muss mal kurz auflegen. Ach, auflegen. Ich kriege einen Anruf. Bis gleich. Das war meine Mitfahrgelegenheit. Was kommt jetzt? Katapril. Oh, toll. Ich habe gedacht, wir können noch ein Level-Up erreichen in diesem Part. Aber mit... Oh mein Gott. Nami. Meine Katze. Die dreht hier schon wieder am Rad. Was war das denn? Special Attack Fail. What the... Was? Stringshot. Alter, die ärgern mich hier. Ha, du bist direkt vergiftet, du Kacklappen. Wie gefällt dir das? Vielleicht sollte ich lieber einen Trank nehmen. Struggle Shot ist das... Strauchler? Nein. Gleich bist du down. Ich nehme lieber erstmal ein Tränkchen. Vielleicht erledigt auch das Gift dieses Pokémon. Hoffe ich zumindest... Oh mein Gott, was ist das? Voll die bittere Attacke, macht die ganze Spezialangriff und... Oh mein Gott, es hat wirklich nicht gereicht. Vom, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein... aber das Pokémon... Wird mir nicht helfen, das nächste Level zu erreichen. Oder doch, das reicht. Bugbite! Bam, krass. Ich liebe unser Sid. Bam, Level 10 und wir kriegen unser Pudox. Ta-ta-ta-ting. Ich hasse Pudox, aber da muss ich jetzt mit leben. Juhu, wir haben ein Pudox gefangen. Oh, Konfusion. Was für ein Zufall. Hier, Stringshot weg. Clear Smog, was ist das denn? Eine Giftattacke speziell. This attacks by throwing a clump of special... Das Problem ist, ich bin eigentlich speziell ausgelegt. Physisch ausgelegt, da ich ein physisches Wesen habe. Da sind spezielle Attacken kacke. Na komm mal erstmal Tackel weg. Danke. Was? Noch eine Attacke? Oh, noch eine spezielle. Was soll denn das? Komm, mach die weg. Was ist das jetzt? Oh mein Gott. So, ich will mal eben unser Pokémon angucken, wie die Werte jetzt aussehen. 19 Attacke, Spezialangriff ist bei 17. Das ist kacke. Vor allem lernt er nur spezielle Angriffe, glaube ich, ne? Oh, voll das scheiß Wesen für Sid. Na egal, lässt sich nur nicht an. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Blaze Black. Ein Zeichen der Nuzlocke Challenge. Haus rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Euer Dengoku Senpai.